Jetzt in Go! Wir starten in das neue Jahr mit der Vienna Auto Show 2019 und zeigen euch alle Highlights. Go, das Motormagazin, powered by Turmöl. Tankbare Preise. 2019 fängt an und zwar wie? Ja, ganz klar mit der Vienna Auto Show 2019. Und hinter mir parken 400 Autos. Also nicht direkt hinter mir, sondern aufgeteilt auf zwei Hallen. Und was mache ich hier? Ganz klar, ich schaue mir alle 400 an. Anschnallen, denn jetzt geht's rund oder besser gesagt eckig mit dem neuen Suzuki Jimny. Ein kantiger Herzensbrecher, der vor allem mit seinem sympathischen Auftritt für Suzuki punkten kann. Das Feedback, das wir auf dieses Auto bekommen, ist einfach fantastisch. Das heißt, es sind jene Fahrer, die den Jimny bereits aus der vorhergehenden Generation kennen. Es sind komplett neue Fahrer, die also mit einem Geländewagen bis jetzt überhaupt noch nichts zu tun gehabt haben. Und es ist interessant, also es gibt Umsteiger von anderen Geländewagen, die in der Dimension vielleicht wesentlich größer oder doppelt so groß sind wie unser Jimny. Sympathisch und vor allem kompakt grätscht der fesche Volkswagen T-Cross in den Markt der SUVs. Dabei setzt man hier auf alltagsfreundliche Abmessungen. So kann man den VW T-Cross als SUV VW Polo verstehen. Und Volkswagen ist mächtig stolz auf den neuen Kleinen. Ja genau, es freut mich ganz besonders heuer wieder eine Österreich-Premiere zu haben im SUV-Bereich. Letztes Jahr war sie unser größter VW, der Touareg, dieses Jahr ist unser kleinster, der T-Cross. Ja, der T-Cross, glaube ich, spricht sowohl jung als auch alt an. Der große Vorteil ist, man kann ihn wirklich gestalten, wie man möchte. Es gibt die verschiedensten Designpakete für außen und für innen. Also es ist wirklich ein ideales Auto für jede Generation. Das Thema SUV ist seit Jahren ein markenübergreifendes. Ganz vorne mischt Renault mit dem aufgefrischten Kadjar mit. Hier liegt der Fokus vor allem auf hochwertigen Materialien und einem neuen Motor. Und wir haben eine große Erfrischung gemacht, neue Design mit dieser Sicht à la Renault und Innenraum sehr gepflegt und sehr qualitativ. Und dazu kommen neue Motoren mit dieser 1,3 Liter Benzin, eine super schöne Motor. Wir haben sehr schöne Rückmeldung von Presse bekommen auf diesen Motor. Wir haben das mit Daimler entwickelt. Und ja, es ist mehr als eine Erfrischung, ganz ehrlich, es ist ein neuer Kadjar. Gleich nebenan bei Mitsubishi kennt man das Thema SUVs sehr gut. Hier findet man natürlich den Mitsubishi Outlander PHEV, ein intelligenter Plug-in-Hybrid, der vor allem durch seine Effizienz glänzt. Doch ganz kann Mitsubishi seine Offroad-Wurzeln nicht abstreifen, denn man hat mit dem L200 Pickup ein echtes Offroad-Werkzeug. Eines, das auf Wunsch sogar richtig besonders rausgeputzt werden kann. Ausgeputzt hat sich auch die Volkswagen Nutzfahrzeugabteilung und das wohl größte und beeindruckendste Auto der Messe mitgebracht. Da bleibt mir die Luft weg. Meine Damen und Herren, der Grand California 600. Ein wirklich großes Ding. Es ist der 600er, die kompaktere Version. Der sogenannte Querschläfer, so wie man im Motorenbau spricht, vom quer eingebauten Motoren, längs eingebauten Motoren, ist der 600er Querschläfer mit zwei Betten, wo man quer liegt im Fahrzeug und optional noch ein Bett für Kinder, ein Hochbett, damit ist das Fahrzeug tauglich für zwei Erwachsene und zwei Kinder, nicht nur während der Fahrt, sondern auch in der Übernachtungssituation. Wo sich die Autoindustrie stolz der Öffentlichkeit präsentiert, darf natürlich einer nicht fehlen: Verkehrsminister Norbert Hofer. Selbstverständlich ist er auch für das Thema Auto begeistert.
Das ist richtig. Fahrzeuge, Autos begeistern. Es gibt hier die große Ingenieurskunst, die es zu betrachten gibt, aber auch Designkunst. Die Fahrzeuge entwickeln sich rasant weiter. Es ist immer interessant zu sehen, was kommt Neues auf den Markt und welches Fahrzeug steht als nächstes ins Haus. I've got you. Vielleicht ja sogar ein Mercedes. Es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, denn das Modellspektrum von Mercedes ist eindrucksvoll und vor allem breit. Da ist für jeden was dabei. Von der Formel 1 Technik für die Straße hier im Project One, AMG Project One, bis hin zum kompaktesten Elektroauto, was man im Moment überhaupt kaufen kann, nämlich unseren Smart EQ. Und dazwischen bringen wir in 2019 ein Produktfeuerwerk, wo für jeden Geschmack was dabei ist. Mein persönliches Highlight ist die neue B-Klasse, die eine absolute Revolution im Erscheinungsbild mit sich bringt. Zum ersten Mal der erste Sportstourer, der auch den Namen Sportstourer verträgt. Die FCA-Gruppe sieht das mit ihren Marken Alfa Romeo, Fiat und Jeep ähnlich. Doch dazu bekommt man noch eine extra große Portion italienischen Flair. Sie sprechen mal aus der Seele, nicht? Und das ist das, was FCA ausmacht. Nicht? Die Breite des Produktangebots, aber auch der italienische Flair, die italienische Lebenswelt und eine Spur mehr Emotion als wie bei vielen anderen Herstellern, die man da im Haus findet. Und das ist das, auf das wir stolz sind. Nicht? Wir haben ein sehr, sehr breites Angebot mit vielen Neuerungen in 2019. Jeder Multikonzern hat so seine Perlen im Programm und manchmal einen richtigen Diamanten. Der französische PSA-Konzern bietet hier etwas wirklich ganz Besonderes, nämlich die Marke DS. DS bringt zur Wiener Autoshow 2019 den hinreißenden DS3 Crossback. Und ich geb's zu, ich hab sofort einen Nan an ihr gefressen. Ein kleiner Crossover, der sich wie eine Mischung aus edler Boutique und Schmuckschatulle anfühlt. Das perfekte Auto für Autofahrer, die etwas richtig Besonderes suchen. Bei all den Neuwagen fallen dem Go-Team und mir immer wieder aufgemalte Füchse auf. Dazu die Webadresse gibeswiederher.at. Doch worum es dabei geht, erklärt der Chef am besten selbst. Gibeswiederher.at, das ist die schlaue Art, sein Auto zu verkaufen. Hier auf der Wiener Autoshow gibt es jede Menge Inspiration für neue Autos, für tolle Produkte. Und in Wirklichkeit stellt sich dann jeder die Frage, wie zahle ich das? Und das ist ganz einfach, ich habe ja Bargeld in Form von meinem Auto. Und mein Auto einzutauschen auf einer seriösen Plattform, das ist das Ziel. Gibeswiederher.at ist bei 72 Händlern in Österreich bereits ausgerollt. Das heißt, garantiert in Ihrer Nähe und mit ein paar Klicks, mit dem Eingeben der Fahrzeugdaten, das Fahrzeugalter, Kilometerstand, hat man dann sofort eine Preisindikation, die Terminvereinbarung und ein paar Tage später hat man dann das Bargeld für den nächsten Autotraum. You wanna dine in the six, but when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hyundai hat die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt und stellt sich besonders intelligent und vor allem breit für die Mobilität der Zukunft auf. Ja, Hyundai ist für die Zukunft bestens gewappnet. Hyundai ist der einzige Hersteller, der eine so breite Palette an alternativen Antrieben bereits zum Verkauf anbietet. Vom Mild-Hybrid über den Hybrid, Plug-in-Hybrid, Batterie-Elektro bis hin zum Wasserstoff-Elektro. Und das sogar mit mehreren Produkten pro alternativen Antrieb. Bedeutet, dass wir alleine beim Batterie-Elektro-Antrieb zwei Produkte mittlerweile anbieten, den Ioniq wie auch den Kona, wobei letzterer mit einer
effektiven Reichweite von über 450 Kilometer auftrumpft. Bei Audi stehen vor allem die neuen Modelle Q3 und A1 farbenprächtig im Rampenlicht. Doch das Highlight ist der Audi e-tron, der Audi der Zukunft. Ja, Zukunft ist eigentlich jetzt fast schon Gegenwart, weil wir starten morgen mit dem e-tron Vorverkauf. Die Markteinführung ist dann im März und es freut uns natürlich, ist das erste rein batterieelektrisch betriebene Fahrzeug der Marke Audi, aber gleich ein Fahrzeug, das die volle Alltagstauglichkeit hat. Die große Zielsetzung war nicht mit ein paar Kilometer Reichweite, sondern mit entsprechender Reichweite, in dem Fall bei 400 Kilometer. Der Quattro-Antrieb bringt das entsprechende Performance auf die Straße. Vom Elektro-Audi zu einem Auto, das ungelogen zu einem der schönsten auf der Vienna Autoshow gehört. Peugeot kommt mit dem 508 SW zur Vienna Autoshow. Und was soll ich da jetzt sagen? Außer Pfau. Also von Kombis, und ich halte von Kombis ja eher wenig für mich selbst, ist das mit Abstand das aufregendste Kombimodell, das man am Markt finden kann. Ich meine, man braucht sich das nur anschauen. Ich mache mal kurz auf, grüß Gott. Rahmenlose Türen am Kombi, dazu dieses Design, also man muss Peugeot eines lassen, wie sie Autos bauen, das wissen sie. Neben dem Lamborghini Aventador SVJ, Super Veloce Jotta, findet man den neuen Bentley Continental GT und gleich gegenüber einen mambagrünen Porsche Macan. Passion in the message when you smile. Take my time. Mit dem ersten Teil von Go sind wir durch, aber dranbleiben, denn gleich geht's weiter mit diesen Themen. Gleich in Go die neuesten Trends und die wichtigsten Modelle von der Vienna Autoshow 2019, also unbedingt dranbleiben.